Schönen lieben guten Tag und herzlich willkommen zu das erste Mal mit mir, den lieben Mathisel. Ja, Marci hat mich gezwungen, jetzt auch was in diese Kategorie zu machen und jetzt werdet ihr mich vielleicht öfter sehen bei das erste Mal mit. Hier seht ihr mich jetzt das erste Mal mit Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Also Mickey Mouse Castle of Illusion. Es ist ein Remake vom 25 Jahren alten Mega Drive Spiel Castle of Illusion, das ich leider niemals gespielt habe, werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Und hier fängt schon irgendein Mensch an hier zu reden. Once upon a time, und two ja. devoted sweethearts set out on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch Miserabelle had such a heart, one filled with darkness and envy. Oh dear! Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun will be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Oh, Minnie! The evil witch Miserabelle had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now, she would rob her of it. Poor Mickey, you never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no, and give her back! As Miserabelle took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to the Castle of Illusion. So, wir sind im Hauptmenü und haben jetzt die Story gehört. Es ist natürlich was ganz Neues, dass die Frau vom Helden entführt wird. Aber diesmal wird sie von Hexe entführt, nicht von einem Typen. Das wundert mich ein wenig. Ich schaue gerade, ob die Video-Settings für euch okay sind von der Helligkeit. Ich glaube, ich werde jetzt einen Ticken... Moment, so, Ticken heller. So ist, glaube ich, okay für euch, dass ihr das seht. Und Audio dürfte eigentlich alles okay. Erzähler, ja, Untertitel klar auch an. Standardmusik, was? Man kann Musik... Okay, wir können hier wählen, welche Musik wir wählen. Ob wir die Original von Castle of Illusion nehmen oder die neue. Nehmen wir die neue. Da ich nicht weiß, wie 8-Bit die alte sich klingt. Obwohl ich ja Fan Retro bin, des Retro Gamings bin. Ich glaube, das ist grammatisch richtig. Okay, wir starten jetzt einfach neues Spiel. Terrifying. The castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now, and her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the 7 rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers. Got it. Wait, where do I find them? Within Miserabelle's Castle of Illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution.
Nikki did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Ja, und das war jetzt, glaube ich, soweit die Storyline. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein weiteres Video kommt. Wie gesagt, es ist halt das erste Mal mit. Ich hoffe, dass die Ladezeiten nicht allzu lang sind. Und es fängt auch an. The Castle of Illusion was Miserabel's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. So, und wie man sieht, es ist ein klassisches Jump and Run. Ich habe sowas lange nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mathisel, deine Cam ist von der Seite, das ist total kacke, dann tut es mir leid. Es ist halt wirklich jetzt das erste Mal, dass ich es halt aufnehme und ich will halt schauen, wie es halt am besten ist. Und wow, what the fuck. Und ich hoffe, es ist soweit okay. Wenn ihr sagt, die Cam soll woanders platziert werden, dann könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben. Ich werde es berücksichtigen und Marci dann wird mir dann bestimmt die Hölle heiß machen, dass ich das so aufgenommen habe. Okay, es ist ein dreidimensionales Spiel. Es sieht verdammt gut aus. Grafikmäßig sieht es okay aus. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber es ist okay. Though his knees felt more like those of a frightened kitten. So, wir sind jetzt im Schloss drin. Dafür, dass es aber gerade so düster war, sah es draußen noch okay aus. Und ich glaube, hier ist es wie in Super Mario World. Ist es man hier einfach. Super Mario 64 meine ich, wo man einfach mal in so Welten reingeht und so. Ich muss den Raum auf dieser Ebene freischalten. Ja, es ist so, wie ich es gedacht habe. Okay, wir gehen ins erste Level. Und ab geht's da rein und wir starten das erste Level. Okay, Verzauberter Wald, Akt 1. Mickey kann auf mehreren Feinden hintereinander springen, um Bonuspunkte zu erhalten. Okay, das werden wir uns merken und werden das dann auch beim nächsten Mal machen. Ja, das Spiel nebenbei, das Spiel kostet glaube ich 15 Euro im Xbox Store und auch im PlayStation Live Store. Oder PSN Store, wie er sich nennt. Und ist halt für ein klassisches Jump'n'Run echt günstig. Was erzählt er mir da im Hintergrund? Oh, das ist der Vogel. Das ist der Vogel von Disney, der immer da ist. Und ja, wie gesagt, das Original ist auch für Sega erschienen, das habe ich ja schon gesagt. Und war bei den Fans eigentlich recht beliebt. Und mittlerweile, oh, das ist schön. Das macht echt Spaß, wieder so ein altes, klassisches Jump'n'Run zu spielen, was von links nach rechts geht. So ein bisschen halt dreidimensional wirkt jetzt. Aber ich habe dieses Spiel früher geliebt. Mich erinnert das genau an Tarzan. Damals gab es Tarzan auch von Disney. Das war auch so ein normales Jump'n'Run-mäßig. War halt nicht so. Auch so 3D gehalten. Und das hat auch wirklich. Hat mir wirklich. Oh, was? Okay, wir können mit irgendwas werfen. Was ist das? Was wirft der da? Drücke B zum Werfen. Hier ist nichts mehr. Ach, ich habe gar keine Äpfel. Ich habe Äpfel eingesammelt und die habe ich nicht mehr. Och Gott, jetzt habe ich das versaut. Wie komme ich da oben hin? Hä? Achso. Oh nein. Knowing he would need a way to defend himself, Mickey remembered how accurate he always was in the annual apple throwing contest back home. Okay, der erzählt auch immer schön. Und dieser Vogel hat jetzt geschissen. Ah nein, diese Dinger scheißen gerade. Exzellent. Hier sind einfach keine. Oh Mann. Okay, das ist. Das haben sie klug gelöst, dass man diese. Dass man da die halt nicht nur. Oh. Okay, Moment. Wir gehen jetzt hier lang. Dann gehen wir auf jeden Fall richtig hier lang. Oder auch nicht. Dann gehe ich hier lang. Und wie komme ich noch mal in das Level rein? Jetzt gerade dieses Waldlevel erinnert mich verdammt stark an das Mickey Mouse Spiel, was es auf dem SNES gab. Oh, Mickey Mystic Quest, glaube ich, hieß es, ja? Ist es genau, ja, das ist voll ähnlich. Und das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ging auch Multiplayer. Jeder, der es nicht kennt, sollte es mal nachschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Nerdstalgie dazu. Und dann werdet ihr auch die Leute, die es nicht kennen, werden es dann vielleicht auch kennenlernen. Das ist auf jeden Fall eine. Oh nein, und ich bin das erste Mal gestorben. Verdammt. Das war jetzt nicht geplant. Aber die Leute, die es nicht kennen, die werden es dann kennenlernen. Boah, nein. Boah. Ich versuche jetzt natürlich. Boah, was habe ich denn jetzt gemacht? Also, es ist. Es spielt sich
einfacher, als es aussieht. Nur ich bin zu blöd. Ich bin einfach, wie alle bei Nerds, einfach ein schlechter Gamer. Also ich muss jetzt warten, bis die Spinnen oder was immer das hier ist. Den Weg zurückgehen. Okay, geil. Okay. So, das war. Diese Sterne sind also meine Energie. Das habe ich jetzt auch verstanden. Wir dürfen jetzt erstmal noch. Oh, 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 oh. Moment. Moment, Kollege. Ah, shit, 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 shit. Nein. Mickey found himself back in the clearing and back to his original size. Okay, sind wir einen anderen Weg gelaufen, wo auch immer wir lang gelaufen sind. Dieses 3D, das verwirrt mich jetzt gerade extrem. Das sieht zwar schön aus, aber es verwirrt mich. Wo bin ich? Verflucht. Ich bin gerade echt überfordert. Jetzt habe ich Energie, okay. Laufe ich jetzt zurück? Ja, wahrscheinlich. Und ich bin so ein Typ. Nein, doch nicht. Hä? Okay. Wo auch immer ich muss weglaufen. Man merkt, dass Sega dann war. Das ist nämlich genau wie bei Sonic. Die Musik ist auch schön. Die gefällt mir. Kann ich jetzt eigentlich noch zu klassischen wechseln? Jetzt will ich mal schauen. Ja, ich weiß, bin arschmitten bei sowas einfach zu wechseln. Nein, kann ich leider nicht. Okay, nur vorm Spiel kann ich nur die Musik. Ah! Art wechseln. Verdammt. Also, das ist auch... Oh, ich habe was freigeschaltet. Ich weiß auch, mein Achievement. Es ist halt ein klassisches Jump'n'Run-Feature. Was wir dann hier sehen. Das ist halt damals auch beliebt gewesen bei Crash Bandicoot oder sonstiges. Finde ich auch nicht... Finde ich überhaupt nicht negativ. Finde ich wirklich top. Finde ich top. Ich fahr einfach diesen dummen... Diese dumme Kluft darunter. Ich zeige euch jetzt die ersten 10 Minuten schon und bin zweimal gestorben. Das ist so schön. Oder dreimal sogar, ich weiß es nicht. Ich sterbe so oft, ich kann es mir erzählen. Ich kann nicht mein Ding halten. Ich bin zu bad, das ist ein Ding. Wir sind die Original-Synchronsprecher von denen. Von Mickey Mouse da. Ist das, gibt es eigentlich für Mickey Mouse Synchronsprecher? Weiß das immer? Oder ist das alles eine Computer-Stimme, die einfach nur eingesprochen wird und dann. Wow! Oh! Oh, ich dachte, ich schaff's jetzt nicht. Ja, das war nicht nur close, ich habe sogar verschissen. Und normalerweise dürfte ich gar keine Punkte kriegen. Level abgeschlossen. Egal, ich habe es irgendwie geschafft. Verzauberter Wald, Akt 2. Sammeln Diamanten um einen neuen Raum in Polen. Okay, das heißt, ich muss, um wahrscheinlich komplett durchzuspielen, alle Diamanten sammeln. Das heißt, jedes Level noch 10-mal machen, damit ich auf irgendeine Art und Weise schaffe. Das ist so toll. Mickey knew he was closer to Miserable now. The very air around him tingled with mischief. Oh, schaut mal, das ist Casper, der freundliche Geist. Nee, das ist der Bruder. Wie heißt dieser Bruder von Casper? Wisst ihr das? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Mir fällt dieser Name nicht ein. Ich wusste ihn mal. Oh, Diamanten brauche ich. Die Diamanten brauche ich. Die sind überlebenswichtig für den kleinen Mickey. Schaut mal die Geister, wie sie gequält werden. Sie sehen gar nicht so gruselig aus. Ich würde sie sogar freundlich nennen. Deswegen sind sie Casper. Boah, das war ein dummer. Was war das denn wie eine Aktion, bitte? Da geht er einfach zurück. Kollege, pass hier auf, du. Tja, ich glaube, auf den brauchen wir nicht zählen. Auf den Burschen hier oben. Mal gucken. Oh, Moment. Geheimgang. Wow. Und wir haben ein Leben, vielleicht, glaube ich. Kann das sein? Richtig? Ich glaube, diese Mickey Mouse-Symbole sind Leben. Und hier schon wieder. Also die Tatsache, dass ich echt nicht. Das sind so viele Variationen gerade hier an Wege. Wahrscheinlich. Oder ich bin einfach zu blöd, hier zu gehen, aber. Ich weiß gerade echt nicht. Wow, jetzt hängt die Kamera nach. Das ist doof. Und. Ui. Es ist toll. Das macht. Ey, nein. Oh, ich dachte, ich werde jetzt wieder sterben. Das macht aber wirklich. Die einzige... Nein, du nicht, du dumme Vieh. Diese roten muss man meinen. Soll ich mir vielleicht einfach mal merken, wie ich da schon zweimal drauf reingefallen bin. Ich weiß nicht, ich laufe jetzt einfach irgendeinen Weg lang. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwie einen verkehrten Weg laufe und wieder am Anfang lande oder so, aber... Es ist ein Kinderspiel, Mann. Na gut, es gibt keine Kinderspiele mehr. Alle Spiele, die lieb aussehen, sind böse. Sind einfach vom Teufel besessen.
Mach irgendwas, du komischer Geist. Mach was. So. Es ist so toll. Es ist so schön. Es ist Mickey Mouse. Ich nenne ihn ja eigentlich nur noch... Oh, da hinten. Da ist die. But perhaps she was secretly worried about how close I was getting. Also, der Erzähler erzählt, ich bin verdammt nah, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, ich bin nicht mal ein Stückchen davon entfernt, Mini zu retten. Ich bin wahrscheinlich noch zu 200. Das ist gemein. 200 Level entfernt. Oh. 200 Level davon entfernt. Sie zu retten. Was ist das denn? Das ist total. Das ist aber tricky. Das ist verdammt tricky. Wenn das später öfters genutzt wird, aber halt nicht so einfach, sondern ein bisschen schwieriger, dass man auch sterben kann, wäre es auf jeden Fall cool. Ah, da ist das Ende des Levels, ich will da hin. Guck mal, das ist total gemein. Boah. Was? Wo muss ich hin? Ach, hier. Krass, das ist einfach... Guck dich das mal an. Und das zweite Level geschafft. Nice. So, Level abgeschlossen. Wir haben keine Ahnung für überhaupt irgendwas an Highschool gekriegt haben. Verzauberter Wald, Akt 3. Sammeln wir verschiedene Cheese und Spielkarten, um neue Outfits Mickey freizuschalten. Ich habe noch keine einzige gefunden. Verdammt, ich bin so schlecht. With the frights and sprites of the forest behind him, Mickey faced the next part of his quest with renewed courage. Ah, the grumpy old oak tree. Like all of Miserable's illusions, he was no friend to Mickey. Okay, ich glaube, wir sind beim ersten Boss angelangt. Kann das sein? Ich glaube ja. Oh! Oh, jetzt kann ich noch auf. Kann ich jetzt irgendwas. Nee, kann ich noch springen? Ja! Okay, ganz simpel. Ganz simpler Endboss. Total für die. Oh. Simpler Endboss und ich werde zweimal getroffen von dem. Schimpansen. So. Nennt mich jetzt auch ein bisschen so an Kirby. Ah, und jetzt hat er gut. Das ist schön. Das erinnert mich echt an diese ganzen alten. Oh. An die ganzen alten Jump'n'Run-Spiele. Echt schön, wenn man sowas zu spielen. Lange nicht mehr gespielt. Macht wahrscheinlich wieder ein anderes neues Movement. So. Okay, jetzt geht's jetzt um die Ruhe. Ist jeder noch mal einen Energiebalken? Was macht er jetzt? Was tut der da? Wieso? Oh mein Gott! Ich steh mal gestorben. Boah, was ein Video. Okay, jetzt noch. Komm, jetzt kommt. Ich finde es lustig. Man kann alles überspringen, nur das nicht. Egal, das schaffe ich. Wie krieg ich's hin? Da komm, da komm, da komm, da komm. Jetzt, wo ich weiß, wie er mit dem funktioniert und dass ich auf diese dummen Nüsse, die von unten runterfallen, aufpassen muss. Ist ja eigentlich ganz easy. Aber ich entschuldige mich dafür nochmal, dass ich so verdammt schlecht spiele. Aber Leute, die meine Videos kennen oder mich, meine spielerische Kunst kennen, ich jetzt einfach müssen, wissen, wie. Sind das gewohnt, sage ich mal so. Wow. Oh. Wahrscheinlich wird es nach diesem ersten Mal mit nie wieder eins gehen mit mir, weil ich einfach so schlecht spiele, dass ich das keine Sau sehen will. Wieder in die Nüsse. Wow, habt ihr gesehen, was das ist? Wow! Die Wege sind weg, ist gestorben. Oh! Miese Aktion. Ich glaube, jetzt habe ich ihn, oder? Habe ich ihn besiegt? Ich habe ihn besiegt. Ich habe den ersten Spark von 7. Mickey Mouse hat sich das Teil einfach in den Hintern geschoben. Falls es keinem aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen. Nach Abschlussangriff wird die Zeitangriff verfügbar. Okay, wird der Zeitangriff, nicht die Zeitangriff, der Zeitangriff. Habe ich die gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Exploring the castle halls, Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find. And the Masters of Illusion would not give them up without a fight. Okay, hier sehen wir jetzt, dass wir ein paar Diamanten sammeln können. Oh
Und ich frag mich gerade, dass man keinen Doppelsprung machen kann, finde ich. Warte mal, kann man hier runter judgen? Das leuchtet so. Schaut, seht ihr das? Gemälde ansehen. Ich stand gerade Aber bin ich denn? Das ist der Baum, den ich getötet habe, glaube ich. Kann das sein? Okay, ich kann nichts hier weitermachen, außer versuchen, um das nächste Level zu kommen. Okay, hier sind 160. Das heißt, es ist wahrscheinlich die nächste Welt. Und das hier ist... Was ist das? Wenn ich wüsste, was das hier alles ist. Wir erkunden mal ein bisschen das Schloss jetzt. Jetzt zeige ich euch ein bisschen das Schloss. Hier sehen wir, wie düster alles ist. Und hier gibt es wahrscheinlich immer weiter. Ich denke. Ah, okay, das ist das Finale. Das heißt, das werden wir gar nicht sehen in dem Video. Deswegen laufe ich einfach munter weiter und gehe einfach in die nächste Welt und versuche die auch noch zu machen. Ich glaube, ich schaffe es aber nicht. Ich bin aber zu schlecht für dieses Spiel. Warte, Moment, was haben wir hier links? Ein Bobby. Was ist das hier? Das sind auch Teleporter wahrscheinlich in andere Welten oder in Schlosshof und so. Und dann kann man dann da weiterspielen. Moment, wir gehen hier in den linken rein. Und wieder drei Level. Heißt, jede Welt hat drei Level. Ist so kurz, ne? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so kurz ist. Spielzeugland, Akt 1. Spring auf fein, um höhere Gelände. Okay, jetzt wiederholen sich die Tipps auch. Und die sind mir aber relativ schnuppe. Weil die bringen mir eh nichts, weil ich eh scheiße spiele. Mickey emerged into a toy box of peril, another of the witch's illusions. So, und ich habe jetzt gerade Türkisch gelesen. Hä? Okay, das. The only way to go. But the toys were eager to keep playing. Das heißt, ich muss irgendwie das Tor öffnen. Was ist das? Das ist ein Gegner. Es sieht lustig aus. Es sieht spaßig aus. Also das Design gefällt mir voll. Bin ich nicht so verdammt schlecht in die... Was ist das? So, die laufen in Suizid, wie die Lemminge. Und heppa! Heppa! Und nochmal! Ja, Mickey! Ach, scheiße. Ja. Hoch! So. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Kennt ihr das, wenn ihr nicht wisst, ob das der richtige Weg ist? Ihr möchtet aber alle Wege erkunden. Das ist total scheiße. Dann werde ich jetzt erstmal links langlaufen. Sehr falsch kann dieser Weg ja nicht sein, sonst... Ah, ich verstehe. Okay, seht ihr, das meine ich nämlich. Ich möchte gerne mich so viel wie möglich einsammeln. Auch wenn ich zu blöd für dieses Spiel bin. Aber... Ich versuche mein Bestes. Oh! Verdammt! Nein! Nein! Ich brauche jetzt dringend Energie. Da ist Energie. Was passiert jetzt? Ach, du Kacke. Ich hasse das. Ich hasse sowas, hasse ich. Oh Mann, das ist echt bescheiden gerade. Wow. Hart. Da habe ich immer Probleme mit sowas gehabt. Ey. Ich weiß nicht, bei welchen Spielen sowas überhaupt alles gab, aber es war nicht schön. Vor allem, weil man jetzt auf Zeit... Boah, diese Joker, das ist total gemein. Ja, ja, die lachen mich aus. So. Boah, ich hab grad... So Schockstarre. Teil über eine Schlossstarre. Ja, wow. Mickey fühlt sich irgendwie... Hä? Moment, war hier auch nicht das Ende? Nein. Hä? Sieht genauso wie der Anfang vom Level. Das täuscht, glaube ich, doch nur. Das ist nicht der richtige Weg. Das kann nicht der richtige Weg sein, rechts. Deswegen glaube ich den jetzt nicht. Ja, wenn ihr mich wieder sterben sehen wollt, dann klatscht mal in die Hände. Oh! Was? Das ist Beschiss. Man springt hoch und landet beim Gegner. Das ist richtig Beschiss. So. Jetzt könnt ihr mich mal. Jetzt könnt ihr mich mal. So. Hui!
Ah ne, das war was anderes. Das war Super Mario. Das war nicht der. Nein! Nein! So. Warte mal. Hier rechts, was passiert? Oh, eine Kiste. Wow. Ein Leben. So viel Leben, wie ich hier verplemper. Ist das auch gut, dass ich so viele finde? Ist es überhaupt ein Leben? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube ja, oder? Wohnen die weniger? Oder habe ich ein Endleben? Man weiß es nicht. Wird man es jemals rausfinden? Ich glaube nicht. Tim, ich glaube nicht. Wow, fahr den Tod. Ja. So intelligent ist das Spiel wenigstens, dass man Feinde einfach... Boah, das war jetzt knapp. Einfach kaputt fahren. Nein! Ey, das ist alles andere als schön, was ich gerade hier spiele. Oh, ich dachte, man kann auf dieses Auto. Das hat mich jetzt total verwirrt. Das ist Gemeinheit hoch 10. Oh. Ich bin nur am Failen. Dieses Video wird gar nicht hochgeladen. Marci gibt kein Okay. Ich scheitere an der zweiten Welt im ersten Level. Ich brech zusammen. Ist das Anfang vom Level? Nein, das ist doch nicht der Anfang, oder? Nein, das ist nicht. Das ist danach diesem Hut. Boah, ich dachte schon. Oh, ich wollte gerade sagen, Marci, wir tun das ist okay für dieses schlechte Video geben. Boah. Das ist unglaublich schlecht, was ich hier spiele. Es geht unter keine Kuhhaut, was hier heute abgeht. Das sind total die miesen Ticks, die ich hier anwenden. Dass dieser Typ hier, dieser Clown, die sind eh gruselig genug. Und dann kommt er noch aus der Seite raus und zieht mir... What? Ist alles voll. Man kann auf schnell, kann man das vergessen. Man muss das jeden... Oh, what? Dieses Spiel macht mich psychisch fertig. Das ist so hart. Wahrscheinlich gibt es dann jetzt gleich darauf Video an. Ach ne, Video gibt es auf YouTube nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie Kommentare von wegen, ich habe das in einem Zug geschafft, ohne einmal zu sterben, das ganze Spiel. Und du stirbst einfach 1000 Mal. In einer halben Stunde, du Flasche. Oh. So, bin ich da hier oben. Und dann, oh, nein, nein. Oh. Ich dachte, jetzt ist... Guck mal, das ist total mies, dass die so die Täten runterlaufen. Das ist total bescheuert. Das ist ein Schlüssel. Ist das der Schlüssel zum Ende des Levels? Ich hoffe. Mickey hat sich wieder in Popo gesteckt. Dieser Mickey Mouse steckt sich alles in sein Popo. Was passiert jetzt schon wieder? Nein. Was passiert hier wieder? Den ganzen Weg, den ich hochgerannt bin, wie ein Krieger, rennt jetzt einfach runter wie so ein Besenkter. Was passiert jetzt? Eine Mauer. Das verwirrt einen richtig, dieses 3D-Ding. Ey, das ist zu hoch für mich. Oha. Level abgeschlossen. Spießer gelandet, Akt 2. Ja, sammel Diamanten, das hatten wir schon im letzten Akt 2. Das hätten sie jetzt anders, wenn der Spielzeug an. Ja, gut, Spielzeugland Akt 2 ist okay. Ist völlig okay, doch. Ich habe nichts gesagt. Mickey moved onward into the land of toys. But these playthings were somewhat less than playful. Ja, würde ich auch sagen. Oh, was passiert hier? Hui, Geschenke! Schaut mal, es sind überall Geschenke. Wie toll. Dieses Mickey Mouse Spiel ist so schön. Es schenkt mir einfach irgendwas, obwohl ich nicht Geburtstag habe. Und zwar schenkt es mir 1000 Tode. Das Spiel. Oh, es ist Das ist nicht wahr. Jetzt wird's eklig. Nein. 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 Ne. Hau ab. Versuche ich gar nicht mehr. Das Thema ist durch bei mir. Ganz klar. So. Um Clowns. Nein, ich versuche jetzt hier nichts mehr zu holen. Das ist mir zu doof. Das ist mir zu schwer. Da ist irgendeine Rakete. Die schießt mir da wahrscheinlich noch ab hier. Mich wundert hier nichts mehr. Spielzeug. Tod ist das. Das ist der reine Tod. Was passiert jetzt? Ich war... Boah, ey.
Und schon wieder in so einen schönen Hut. Und wahrscheinlich jetzt kommt wieder irgendwas Fieses, Gemeines. Ich habe echt vergessen, diese Werft. Our hero wasn't sure if he was upside down, downside up, or a bit of both. Was war das jetzt bitte? Das hat mich ein wenig verwirrt. Dieses Spiel, das ist so schwer. Warum ist es ist nicht schwer? Ich bin einfach zu blöd dafür. Das kann gar nicht sein, dass man da so schlecht drin ist. Tja, das ist halt, wenn man ein Spiel das erste Mal spielt und nicht einfach vor... Ne, da gehe ich nicht mehr. Wenn man das nicht vorher mal antestet. Aber immer noch kann ich sagen, ich lade es nicht hoch. Ich werde einfach sagen, die Videodatei ist korrupt oder so. Dann wird es niemand niemals kriegen und... Ich bin glücklich. Und ihr auch. Und ja. Och, Gottchen, Gottchen. So, das haben sie alle auf einmal Knockout gekriegt. Warum ich das nicht sofort so gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ich kann sie einfach so töten und ich bin sowieso ein Schimpanse einfach. Total stumm. Sie hatten quite succeeded, but in a topsy-turvy world there was always room for one more turn. Das ist richtig beschmiert, weil ich nicht weiß, was hier überhaupt los ist. So, jetzt bin ich am Anfang, richtig? Richtig. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal und runterzufallen. Das wäre ganz cool. Jetzt müsste eigentlich dieser Flieger kommen. Ja. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal runterzufallen. Ich falle nochmal runter. Ein Dreckspiel, wollte ich jetzt sagen, aber. Es ist kein Dreckspiel. Ich bin zu blöd dafür. Was ist das? Achso. Eure Geschenke könnt ihr behalten, den Scheiß will ich nicht. Wenn es jetzt so weit kommt, dass ich wieder zurücklaufen muss, dann knallt er aber. So. Ein Stern wäre schön gewesen, für Energie, weil ich hier schon so gefühlte 5 Millionen Energiebalken verloren habe. Oh. Disillusioniert. Okay, das heißt wahrscheinlich, ich habe töte 5000 Zwölftel Gegner mit einem Helikopter, das dumme Drecksding. Mit dem Apfel oder was immer ich da gerade werfe. Wie tolle Sachen. Und das ist immer noch nicht vorbei, dieses Level. Das elendige. Moment. Kommt da nochmal zu. Den kann ich nutzen. Ja. Dup, 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 dup. Das ist ein Mickey Mouse Finger. Seht ihr das, wollte ich sagen. Es ist so schön. Was ist das wie ein Qua... Hä? Gehen nur die Roten oder was? Nein. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt auf Rot springe, dann gehen wahrscheinlich nur die... Die, okay, jetzt gehen nur die Roten, ja? Verstehe ich das richtig? Nein. Ich verstehe es falsch. Moment, ich versuche es einfach nochmal so. So. Hä? Ich check's nicht. Jetzt kann ich so... Moment, das, auf was stehe ich denn jetzt? Auf den? Kann ich einfach... Boah, das muss mir jetzt einer mal erklären. Leuchten die, wenn ich da drauf stehe oder so? Ich check's nicht. Ich sollte mal einfach gegenüber in diesen dummen Spiegel gucken. Und dann check ich, wo ich langlaufen kann. Boah, was bin ich eine Pfeife, Mann. Das ist schon extrem dumm. Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück. Doch. Ah. Ich bin richtig im Hohlenkopf, dass ich da nicht... Dass ich das nicht früher sehe. Das ist richtig lächerlich. Oh, ich freue mich schon so auf diese Kommentare. Oh Gott. Das ist so schlecht. Und denkt, das erste Dingen, Video von mir, Dingen. Erste Video. Nein, 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 nein. Erste Video von mir und alle lachen mich einfach nur aus. Und dann guckt es einfach keine Sau mehr. Wow, ich habe das zweite.
Rätsel gelöst hier im Spiel. Rätsel. Das ist ja auch eine Beleidigung für ein Rätsel. Das ist ja Kinderpupukaka. Und ich schaff's wieder nicht. Das ist wieder das Lächerlichste überhaupt. Oh. Okay. Das war's. Ich tue es mir nicht mehr an, ich tue es euch nicht mehr an. Es war mehr als genug Zeit, euch das Spiel zu zeigen. Ihr habt gesehen, wie man, glaube ich, fast jede Art und Weise im Spiel gesehen, in der man sterben, wie man sterben kann. Und ja, ich sag mal, für 15 Euro ist das echt in Ordnung. Als Jump'n'Run macht es echt Spaß. Und ich will jetzt auch nicht zu viel zeigen, weil hinterher weiß ich nicht, wie viel ich dann da vorspoiler oder vorzeige. Ist ja egal. Es gibt anscheinend auch andere Wege, das Spiel durch das Spiel, weil ich im ersten Level zum Beispiel einen Parallelweg gesehen hatte oder... Ja. Und ja, wenn euch das erste Mal mit mir, mit Mickey Mouse gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und Verbesserungsvorschläge. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matissel. Tschüss.